Das Bahnbetriebswerk Saalfeld in Thüringen Mitte der 90er Jahre. Einst letzte Dampflok-Hochburg, dann Heimat vieler Reichsbahn-Diesellokbaureihen. Auch die Maschinen der Lokfamilie V100 gehörten dazu. In verschiedenen Motorvarianten waren die späteren Baureihen 110 bis 114 bei der Reichsbahn im Personen- und Güterverkehr unverzichtbar. Nach der Wende als Baureihen 201, 202 und 204 bezeichnet. Ortswechsel nach Neumark in Sachsen. Hier zweigte eine Nebenbahn nach Greiz ab, die bis 1997 noch bedient wurde. In langer Taktfolge pendelte eine 202 mit einem Pack- und Personenwagen der Bauart BGHW. Ab 1966 begann bei LEW Hennigsdorf die Serienfertigung. Bis 1978 wurden es insgesamt 696 Exemplare, die nahezu in allen Regionen der DDR-Reichsbahn unterwegs waren. Ab Anfang der 80er Jahre erhielten viele einen stärkeren Motor mit 1200 PS. Dazu gehört auch die heutige Baureihe 202. Im Jahre 1984 erhielten 60 Maschinen nochmals eine Leistungssteigerung. Eingebaut wurde ein aufgeladener 12-Zylinder-Viertakt-V-Motor mit 1500 PS. Die Baureihenbezeichnung änderte sich in 114 und ab 1992 dann in 204, eingesetzt auf den Bergstrecken in Thüringen und Sachsen. Einfahrt in den Bahnhof Mohlsdorf, die ehemals größte Station auf dem Weg nach Greiz. Hier der Grund für die Abbestellung des Betriebs zwischen Neumark und Greiz: keine Fahrgäste. Am 31. Mai 1997 fuhr der letzte Zug. Anfang 1999 verfügte dann das Eisenbahnbundesamt die endgültige Stilllegung. Heute ist die Strecke weitgehend abgebaut.
Einfahrt in Greiz. Auch im leichten Güterzugdienst war die V100-Familie anzutreffen. Nicht umsonst nannten die Personale sie Mädchen für alles. Doch bei der neuen Bahn gab es bald keine Verwendung mehr. Die V100-Familie rollte aufs Abstellgleis.